Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Animani. Und heute gibt's mal wieder was von Yu-Gi-Oh! Ja gut, gestern kam ja auch was von Yu-Gi-Oh! Aber heute gibt es halt wieder was von dem Kartenspiel. Und ja, heute habe ich die Legendary Deck 2. An die Legendary Deck 1 bin ich leider damals nicht drangekommen. Ja, und wer den Preis davon kennt, der weiß auch genau, warum ich sie immer noch nicht habe. Gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt die zweite und die ist auch unlimitiert und so weiter. Und vom Artwork her gefällt mir das sehr gut. Hier sind ja drei Decks wieder drin mit Promokarten von Joey, Yugi oder eher gesagt Yami Yugi und Kaiba. Und ja, gucken wir uns mal die Seite hier an. Mit dem Millenniumsauge. Hier auch. Und die Seite haben wir nix. Und da haben wir auch nix. Auf der Rückseite haben wir halt nochmal alle drei Decks kurz, ja, kurz erklärt und halt hier mit den Promokarten. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt nicht länger an. Wir packen es direkt aus. Da kommt ja auch schon günstig dran an diese Box. Ist jetzt kein Ding, was jetzt abnormal wertvoll ist. Aber die Karten dort drin sind für mich wertvoll, weil ich sie auch brauche. Und ich meine, es ist Exodia drin, ne? Und Exodia ist cool. So. Das typische Konami-Papier. Oder Plastik, eher gesagt. So, schieben wir das Ganze mal hoch. Wupp. Und da sind schon die Promokarten in der falschen Position. Legen wir das mal richtig hin. So, genießt kurz den Moment, Leute. Ach. Keine Sorge, ich werde sie natürlich nachher eintüten, einsleeven, wie man es auch immer nennen möchte. Kommen wir aber erstmal zu den Promos. Und da kann ich nur sagen, erstmal Secret Rare, natürlich richtig geil. Und richtig gute Karten dazu noch. Denn wir haben, jetzt kommt es wieder mit dem Lesen. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer vor der Kamera. Dunkler, brennender Angriff. Ja, eine richtig, richtig gute Zauberkarte. Falls du... Warte mal, so, jetzt hat es... Falls du ein dunkles Magiermädchenmonster kontrollierst, zerstöre alle offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert. Ja, geil. Das ist natürlich heftig. Und auch die nächste Karte. Falls du Monster kontrollierst, deren Grundname dunkler Magier und dunkles Magiermädchen sind, zerstöre alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Ja, moin. Ne? Also dunkle brennende Magie, sehr, sehr geil. Und ewige Seele, einer der besten Fallenkarten überhaupt. Werde ich euch jetzt nicht durchlesen, liest euch das selber durch. In einem sehr geilen Secret Rare. Ich zeige euch nochmal alle zusammen. Richtig, richtig geil. Hier sieht man es zum Glück endlich mal mit dem Licht hier, was ich heute habe. Richtig geil sieht es aus. Ja, das waren die drei Promos. Und ja, welches Deck nehmen wir uns? Rotaugendorfer? Ja, komm. So, haben wir denn hier jetzt immer so ein... Oder nicht? Doch, da oben. Immer schwierig, das durch die Kamera zu sehen. Ah, ne. Ich glaube, das wird nichts. Ne, das wird nichts. Dann glaube ich, mache ich das. Versuche ich mal hier unten das aufzumachen. Boah, dass sie das nicht einfach mal hinkriegen, ne? Mal so einfach zum Aufmachen, weil. So. Und toll. Jetzt ist wieder so ein Stück abgegangen. Das Video wird wieder 10 Jahre alt. Die Leute beschweren sich, warum es so lange geht. Das Problem ist, Leute, wenn ich das halt bearbeite, dauert das halt doppelt so lange, um das halt zu machen, weil halt wieder ich das Video in ein Schnittprogramm reinpacken muss und dies und das dauert halt einfach unglaublich lange. Gerade bei 4K-Aufnahmen, deswegen bin ich da kein Freund so von. Boah, das ist wieder ne, so zum Kotzen wirklich. So, jetzt hab ich's. Gut. So, endlich. Gucken wir uns die wundervollen Karten mal hier an. Ich mache das natürlich gleich ein bisschen schneller. Hier haben wir einmal in Ultra Rare der schwarze Stein der Legende. Sehr geile Karte. Und sieht natürlich auch richtig geil aus. Dann Rückkehr der Rotäugigen. Richtig nice.
Und dann hier ein Exüd oder Exüs, wie ihr das auch immer nennen möchtet. Rotäugiger Leuchtfeuer Metalldrache. Sehr nice. Und dann haben wir natürlich die Classic-Karten hier. Rotäugiger Schwarzer Drache, man kennt's. Dann Rotäugiger Schwarzer Leuchtfeuerdrache. Sehr nice. Dann Rotäugiger Erzunterwäldler der Blitze. Rotäugiger Retrodrache. Finde ich das Artwork richtig nice. Schwarzer Metalldrache, auch sehr cool. Ja, das, ne, man kennt sie halt natürlich, die Karten. Axträuber, man kennt sie alle. Ne, hier Alligatorschwert, Babydrache, alles sehr coole Karten. Und natürlich Jinzo, der darf natürlich auch nicht fehlen. Auch eine sehr geile Karte. Goblin Angriffstrupp. Ja, habe ich auch letztens erst wieder gespielt. Ist eine coole Karte. Sehr stark, aber halt mit einem Nachteil. Geht ja im Verteidigungsmodus. Gefrid, Eisenritter kennt man auch. Raketenkrieger natürlich. Blauer ich sag's besser nicht, was ich sagen wollte. Blauer Flammenschwertkämpfer. Zeitzauberer, die Karte hasse ich, wenn man die als Gegnerkarte hat. Dann Phönix Gerfried, Zwillingsbeschwörer, Glutflügel, Schmetterling, Finstere Walküre. Ey, das klappt ja diesmal richtig gut hier mit dem Vorlesen. Gebieterischer Ritter, Walkürischer Ritter, Hüter des Schreins. Ja, diese Karte hasse ich. Drachenodem des Infernus. Rotäugige Fusion. Klar, braucht man auf jeden Fall auch. Karten des Roten Steins. Ich muss die mal ein bisschen wieder gerade machen. Dann natürlich Polymerisation. Absolut Standard. Salamandra. Ja, eine sehr starke Ausrüstungskarte. Rüste nur ein Feuermonster mit dieser Karte aus. Es erhält 700 Attacke. Das ist natürlich schon sehr stark. Sündenbock, auch eine sehr gute Karte. Töricht des Begräbnis. Dann Roulette-Spinne. Überwachen. Mystischer Raumtyphon. Ja, also wer die nicht kennt, ne? Ab in den Keller. Symbole der Pflicht. Rotäugiger Geist. Und natürlich auch hier. Kunai mit Kette. Ich muss mich mal ein bisschen anders hier setzen. Ruf der Gejagten. Reißender Tribut. Flamme da oben. Fluch des Anubis. Und hier haben wir dann noch. Genau, da kommen wir gleich noch zu. Hier haben wir ein Fusionsmonster noch. Erzunterwäldler, schwarzer Totenkopfdrache. Kennt man auch. Sehr coole Karte. Und natürlich Alligator-Schwertdrache. Auch eine sehr coole Karte. Und die Spielmarke von Joey sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Gefällt mir richtig gut. Mit dem Drachen im Hintergrund. Sehr geil. Der Rotäugige. Richtig, richtig schön. Diese Karte kann als eine beliebige Spielmarke verwendet werden. Natürlich. So. Das war das erste Deck. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, packen wir die mal hier an die Seite. Kommen wir zum nächsten Deck. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter hier mit den ägyptischen Götterkarten. Habe ich auch schon, glaube ich, was weiß ich, wie oft in meiner Sammlung, aber kann man nie genug von kriegen. Sind halt die Götterkarten. So. Leider ist hier drin Exodia nicht als Ultra Rare oder Super Rare oder was auch immer. Finde ich sehr schade, aber ja, dafür sind halt hier die Götterkarten. In Ultra Rare. Slifer der Himmelsdrache natürlich und die Rückseite ist diesmal normal. Nicht wie bei den anderen. Dann Obelisk der Peiniger und der geflügelte Drache von Ra. Dann, ja gut, also ihr wisst, was ich meine. Ich meine hier halt natürlich die Teile von Exodia. Die ist zum Glück Ultra Rare. Jetzt glitzert es wieder. Inkarnation der legendären Exodia. Sehr nice. Geiles Artwork. Geschwisterbund und hier auslöschen auch sehr geil und da kommen wir natürlich zur Exode. Wir können sie mal aufbauen hier. Ja, sehr nice auf jeden Fall. Exodia braucht man auf jeden Fall auch, ne? Ja, Exodia, ich mag Exodia. Es ist wirklich einfach, es ist ein geiles
Monster vom Artwork her gefällt mir das unnormal gut und er ist halt einfach unzerstörbar. So, dann noch Exodia Necros. Natürlich der dunkle Magier, der darf natürlich nicht fehlen. Also wer den vermisst, der hat Probleme. Genauso wie bei dem dunklen Magiermädchen mit dem schönsten Artwork meines Erachtens. Buster Klingenkämpfer natürlich auch. Schweigsamer Magier Level 8. Schweigsamer Magier Level 4. Der trickreiche Großschildwache, man kennt sie. Walküre des Magiers. Jetzt bin ich selber gerade. Taumaturgist der Qualen. Das sind wieder solche Zungenbrecher. Blockmann, ja, Copyright auf Lego. Marshmallow, sehr coole Karte. Sangan, Goldsarkophag, verräterische Schwerter. Ja, wer mag diese Karte? Magieartige Dimension. Vereinte Magier. Trickreicher Zauber 4. 1000 Messer kennt man natürlich. Angriff mit dunkler Magie auch. Vertrag mit Exodia. Natürlich in einem Exodia-Deck muss das rein. Friedensbote. Die glitzern auch so komisch. Seht ihr das? Ist, glaube ich, anders als bei den anderen, die ich da hatte. Naja. Dunkle Fabrik der Massenproduktion. Monster-Reinkarnation. Geheimes Dorf der Hexer. Topf der Gegensätzlichkeit. Natürlich Spiegelkraft. Wir lieben sie. Magische Hüte genauso. Und magischer Zylinder. Den mögen wir natürlich am meisten. Kreis der Magie. Kreis der Magie. Oder Magier, ne? Magier, so, sorry. Ersatzsoldat, Schwerkraftbindung und zu guter Letzt natürlich die Spielmarke mit dem dunklen Magier und Yugi. Sehr, sehr geil. Spielmarken finde ich sowieso immer ganz cool. So, ab zur Seite. Meine Güte, 12 Minuten, ey. Und ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Deck. So, wo haben wir denn jetzt hier? Ach Gott. Bei dem anderen war es so schön, ne? Und jetzt ist es wieder hier. Aber ich glaube, hier kriege ich es hin. Ja, ich glaube, ich kriege es hin. Und Leute, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Dann gibt es auch wieder neue Videos. Ihr wisst Bescheid. Es kommen sowieso Videos. Aber wäre zumindest schön, wenn ihr mich supportet. Und natürlich auch meinen Kollegen. Den packe ich natürlich wieder in die Videobeschreibung. Man muss sich hier auf YouTube ja einfach unterstützen. Ist halt einfach so. Heutzutage ist es leider nicht mehr so einfach, auf YouTube hochzukommen. Das, ja, ist halt wirklich einfach so. Dieses Plastikzeug. So. Mate mit den blauen Augen. Sehr schönes Artwork. Dann die Melodie des erwachenden Drachens. Oder Drachen. Blauäugiger ultimativer Drache, klar, Hammerkarte, ne? Also wirklich sieht super aus, gefällt mir sehr gut. Und natürlich der blauäugige weiße Drache darf natürlich auch hier nicht fehlen. Sehr schöne Karte, natürlich hier auch nochmal und nochmal in drei unterschiedlichen Artworks. Dann Drachengeist des Weißen, sehr cool. Kaiberman, ja, der weiße Stein der Legende. Der weiße Stein der Uralten, Beschützer mit den blauen Augen, Meister mit den blauen Augen, Kampfochse kennt man, mystischer Djinn der Lampe, Forse, Plünderer, Alexandrit Draches, Klingenritter, antike Lampe, Tigerdrache, Kindmodo Drache, König des Sumpfes, Reiter der Sturmwinde, Drachenodem der Zerstörung, Leuchtfeuer des Weißen, Mausoleum des Weißen, Polymerisation natürlich, Feindkontrolle, gute Karte, Schrumpfen, stille Verhängnis, antike Regeln, in Zahlungsnahme, wirf ein Monster der Stufe 8 ab, ziehe 2 Karten, wow bist du, Topf des Zwiespalts,
Fusions. Okay, die Karte hat sich komisch angefühlt. Fusionsersatz. Unerwarteter Die. Angriff annullieren. Ja. Diese Karte mag ich natürlich auch sehr gerne. Letzte Angriffsbefehle. Schattenzauber. Klonen. Fusionsreserve. Krug der Trägheit. Und hier noch ein schönes Synchromonster. Azuräugiger silberner Drache. Und nochmal Fusion. Der erste Drache. Bester Name. Und Spielmarke von Kaiba mit dem weißen Drachen mit dem eiskalten Blick. Sehr, sehr schön. Alle Decks gefallen mir sehr gut. Und ja. Ich packe sie nochmal alle hier hin. War ein langes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt bis hierhin durchgehalten mit meiner furchtbaren Stimme. Und natürlich die drei wunderschönen Promos. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Euch noch einen schönen Tag. Ciao.